Naja, Gott sei Dank. Der Kerl ist total verrückt geworden. Cartman, du blödes Arschloch, was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese... Oh, Fresse, Kuhn. Bald wird diese Stadt dich und die Kuhn-Freunde los sein. Wir sind die Freedom Pals, du Spast. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du Krankes? Ist das nicht offensichtlich, Kuhn? Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen. Die Verbrechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich geiler Plan, oder? Alter, schnell! Mach ein Selfie! Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach nein, ich hab Wunderarsch-Follower. Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt. Aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein, nein, nein. So eine Kacke. Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist. Wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Ja, hör auf, Zeit zu verschwenden. Sie schalten diese Turban wieder ein, oder? Keine Sorge, ich will nach Hause. Hier herrscht einfach zu viel Chaos, Leute. Bullshit, der Richtige für jeden Job. Geschafft! Hier kommt das Chaos! Jetzt hab ich dich, Kleiner! Rein mit dir! Whoopi! Bis bald! Dann mal los! Wow, wow! Ah. Okay, geschafft! Bis dann! Okay, packen wir es an! Zuckerzone im Anflug! Okay, bis später! Oh, anscheinend sind die ganzen mutierten Tiere ausgebrochen. Ups. Das sind mutierte Sechstklässler. Und sie sehen hungrig aus. Lasst euch nicht fressen.
Pass auf die Gitter auf. Ich habe sie so gestaltet, dass sie abnehmbar sind, falls was von unten angreifen will. Zeig ihnen, was du drauf hast! Perfekte Kacke! Ich bin dran! Fühlt den Zorn von Human Kite! Pew, pew. Ich hasse euch Viertklässler so sehr! Flock auf! Gute Nacht! Komm her, Viertklässler! Zorlot, das in der Sechsten, du kleiner Pisser! Ich mach euch Penner fertig! Nimm das, Viertklässler! Ich verlass mich auf dich! Sehr gut, Wunderarsch! Kettendiabetes! Lehrer sind doof! Die Wände so zu isolieren, dass keine Schreie mehr nach draußen dringen können, war nicht billig. Ja! Ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr in die Schule geht! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Gegen Teamwork richten auch viele Ärsche nichts aus, oder? Ich beschwöre mit euch Viertklässlern die Ärsche ab! Jetzt setzt's was! Geiler Scheiß! Diabetes-Time! Diabetes regelt das! Wer rastet, der rostet! Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Piu, 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 piu! Soll das etwa wehtun, Viertklässler? Wow, hier unten lebt noch jemand? Du bist definitiv zur Fall... Sorry wegen des Zugs. Schluck das, Viertklässler. Blöder einarschiger Blödarsch. Gleich herrscht Chaos. Wenn die Viecher alle tot sind, hatten sie echt ein Händchen für Chaos. Ich poliere euch die blöden Viertklässler fressen. Ich werde dich besiegen. Na, Viertklässler! Ja, ja, ha, platt gemacht. Es ist keine Zeit. Piu, piu, bleib lieber liegen. Jetzt gibt's maximales Chaos. Okay, wer spürt als nächstes meinen Zorn? Was gezuckt? Ich habe zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich jetzt an dir abbauen. Du brauchst Nachhilfe, Viertklässler. Ich hasse Schule. Eins, zwei, Diabetes. Volle Kalle! Ja. Bin ich sauer! Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Todeslaser!
Ohne Graus hätten wir es nicht geschafft. Darauf können wir stolz sein. Warte mal, du bist's! Schatz, ich bin's! Daddy! Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen! Du musst mich hier rausholen! Der Computer, der wartet auf eine DNA-Probe deiner Mom! Schnell! Sie ist im Nebenzimmer! Verschaff dir Moms DNA und bring sie her! Beeil dich! Erwarte organische DNA-Probe. Oh, auf einmal waren überall Sechsklässler. Sie haben mir die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört! Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von ihr angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich habe immer recht. Schnell, Schatz, schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich! Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Blöder Wichser! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unser Kind zu klonen. Hast du überhaupt nicht. Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Versuch, deine Mom hier rüber zu locken. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair. Ich stecke in dem scheiß Röhrending fest. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Autsch. Nein, bitte, Schatz. Ich habe schon so viel Blut verloren. Schatz, nein! Damit bedient man den Laser! Hör auf! Du bringst Daddy noch um! Bitte! Deine Mom hat dich manipuliert! Sie ist das Problem! Töte sie! Ich war doch immer ein guter Vater! Das ist deine letzte Chance! Drück nicht auf den letzten Knopf! Schatz, du musst deinem Vater den Kopf abschneiden. Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich. Warte. Bevor du das tust, frag deine Mutter, was sie dir die ganze Zeit in dein Essen tut. Vertrau mir, frag sie, das musst du wissen. Okay, warte. Ist das wegen der Medizin und deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Hey, was machst du da? Hat dich diese Hure dazu angestiftet? Sie ist eine Schlange. Oh, Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest deinem Paps nichts antun. Okay, jetzt bring deine Mutter um.
Ich hab Angst! Ich hab Angst! Leb wohl! Daddy hat dich so lieb! Oh, oh Gott! Danke! Danke, Schatz! Oh nein, 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 Schatz! Das haben wir doch besprochen! Nein, nein, Schatz, nein! Du bringst Mom... Oh, Gott sei Dank. Ich hab mir kurz Sorgen gemacht, Schatz. Okay, jetzt bring deinen Vater. Oh nein, 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 Schatz. Das haben wir doch besprochen. Nein, nein, Schatz, nein! Du bringst Mami um! Du bringst mich um! Oh Gott, das tut so weh! Oh Gott. Danke. Danke, Schatz. Nein! Oh Gott, nein! Ich hab solche Angst! Bitte! Mami ist stolz auf dich! Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Organische DNA-Probe akzeptiert. War doch gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends, Coon and Friends, Coon and Friends! Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe! Es ist vorbei, Fettarsch! Wir hängen dich sowas von hin! Ja, genau, Connor! Du krankes Stück! Halt die Klappe, Coon! Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, Scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage: Wie besiegt man einen Coon-Freund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Coon-Freund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Coon? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil's cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Ich bin wieder da. Keine Sorge, wir kriegen das wieder hin. Nein, die zelluläre Umstrukturierung hat mein Hirn beeinflusst. Und wenn ich euch nicht angreife, kriege ich Migräne. Macht euch bereit, Schwächlinge! Hey!
Ganz ruhig, Cousin. Alles wird gut. Sorry, Karl, ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pampe zerstampft. Ignoriert mich. Sorry wegen des Zugs. Das packst du schon. Wartet, bitte nicht in die Augen. Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen. Laser online. Oh, bitte nicht auf diesen Zeh. Da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Hey, mein Arm! Es soll nur ein Kratzer, aber es juckt voll wegen meiner Allergie. Hau sie weg, Neuer! Vorsicht! Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes! Das sieht äußerst unfair! Ah, gut, viel besser! Juhu! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Das war echt unnötig! Nimm das! Der hat vielleicht Nerven! Pause, Pause! Ich hab Fingertouch auf der Brille! Das Ding schaffen wir nicht! Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird! Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht! Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen! Okay, kann weitergehen! Brille ist wieder sauber! Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist... Cool! Hey, du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Faszinierend. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Los, Wunderarsch! Macht Platz für Diabetes! Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert! Lederangriff! Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Pew, pew. Humankind für Gerechtigkeit. Das tut mir sehr leid. Oh. Ah. Oh, ich hab Nasenbluten. Es wird schlimmer! Sehr gut, Wunderarsch! Ich hoffe, du hattest trotz deines Todes Spaß! Ja! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh! Saft, gib mir Kraft! Auf die Beine, Soldat! Bedeckt eure Augen, Heiden! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde.
Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Okay, nutze deine phänomenale Flatulenz, um es wieder Nacht werden zu lassen. Ihr könnt mir auch gern helfen, ich hab noch Tücher! Ich glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Ja, bitte! Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Pew, pew. Selbst meine Zehen werden länger leben als er. Okay, passt. Kann weitergehen. Ah! Aufhören, ich krieg schnell drauf Ficken. Captain an Deck! So, als hätte das richtig wehgetan. Ja. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Sorry wegen des Zugs. Das Böse fürchtet die Kaltlaser. Oh, Laser! Oh. Die Pflicht ruft. Ihr betet im Anflug. Hiebe im Namen der Gerechtigkeit. Meine Nase ist ein wenig gereizt. Wie ein Springbrunnen. Und ich hoffe, die Creme reicht. Ich habe nur noch 10 Ersatztuben. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Pew, pew. Sieg! Allerletzter Furz! Hau alles raus, was du hast! Unglaublich. Ich dachte immer, es kommt auf die Anzahl der Ärsche an. Dabei sind die inneren Werte des Arsches wichtiger. Oh, ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht damit spielen. Wunderarsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht. Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Genmutanten-überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für $13. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. Wir müssen Cartman verpfeifen. Und dann wen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße! Oh nein! Was ist, Mysterion? Und der Arsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später!
Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch. Na großartig. Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Los Leute, wir müssen ihn aufhalten. Freedom Pulse, hier Mysterion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen.